Kann man das auch auf Profi jetzt fahren oder wie ist das? Für die Wahl. Dann gehe ich wieder raus. Ich habe jetzt den einen Schwierigkeitsgrad gemacht. Wo ist der andere Schwierigkeitsgrad? Wie kann ich auf Profi stellen? Ja, jetzt ist es genau das gleiche Rennen oder was? Tun wir die Story weiterspielen. So, das haben wir geschafft. Das ist hier Piste Einsteiger, Flugplatz Querfeld Einstrecke. Dann ist Schaurennen rasante Erfolg. Empfohlene Auszeichnung. Gewinne die Schaurennenveranstaltung auf gut Glück. Okay. Beschleunigung Einsteiger. Was ist hier? Ich will einfach Rennen haben. Rundstrecke. Oh je. Okay, Rundstrecke ist wild. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Alles klar. Links abbiegen. Wow, 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 wow. Boah, ich hätte so Bock auf kurz Lenkrad. In 400 Metern links abbiegen. Aber das ist halt so arcade-mäßig, das ist halt mit Lenkrad halt schwerer, ne? Und ist nur am Schuften. Aber da müsste ich ja noch mehr in der Kamera umstellen hier. Oder 36 Spitze. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Alles klar. Scheiße, mit meinen Augen hier. Und ich fahre mal blind, sehe ich kurzzeitig verschwommen. In 400 Metern links abbiegen. Hätte mir schnell ein Auto hierher kommen sollen. Aber es ist viel entspannter mit Controller zu spielen als mit Tastatur und Maus. Du hast dein Ziel erreicht. Aber warum? Dann hast du keine Autovorgabe. Ach, ich muss jedes Mal die Tastatur nutzen, weil es irgendwie kaputt ist. Ich kann hier nicht links, rechts machen. Es überspringt immer alles. Warum kann ich mit jedem freien Auto fahren? Gibt es keine Begrenzung? So hier, das ist die Serie oder so? Mit jedem einzelnen Auto kann ich das fahren oder was? Irgendwie komisch, finde ich das. Ich kann Rennen sehen, aber so mit jedem Auto einfach wieder. Also meine Augen, ey. Und nicht einmal 3, 2, 1 einfach los. Boah. Also mit den schnellen Autos ist es sau schwer. Ist da nicht was von Rundstrecke? Also mit dem schnellen Auto ist das sau schwer. Alter. Mit den langsamen geht es, aber mit den schnellen hier zu fahren. Krass.
Ey, ich muss. Boah. So Arcade muss man das fahren? Dass du mit Drift mit einem oder was? Das ist viel zu krass, ey, mit so einem Ding. Boah. Boah. Ja, das ist total doof, oder? Ich will normal fahren halt. Nochmal fahren das hier. Bei nächster Gelegenheit Ende. Nee, überhaupt nicht. Das ist das ist Arcade von Forza. Die früheren waren ein bisschen mehr Simcade, aber das ist komplett Arcade, wenn du willst. Also als ich das Teil 2 noch gespielt habe, war das noch besser. Also war das noch nicht so komisch. Trotzdem musst du mit einem Formel 1 Auto über Wald und Wiese fahren. Ich muss langsam Autos nehmen, damit ich eine Chance habe. Der Bronco ist okay, aber ich nehme mal den Ford mal hier zum Test. Ist halt der Arcade-Ableger und der wurde halt mit den Jahren immer Arcade-lastiger. Weil es halt mehr Casual-like ist, weißt du? Sim ist ja sowas von Nische immer noch, leider. Irgendwie nicht, irgendwie schon, keine Ahnung. Ich kann halt auch nicht so fahren, so YOLO-mäßig. Aber vielleicht. Ja, stell ich mir noch so doof an. Das ist eine Übung hier. Wie fahren die alle komplett um die Kurve, ey? Krass. Mit Vollgas. Ich glaube, man kann das schon noch mal so ein bisschen einstellen. Aber selbst das ist nicht einfach, wisst ihr? Aber es ist ja okay. Da kämpfe ich ja. Das geht ja, das ist okay. Nein, scheiße. Okay, da habe ich jetzt Blödsinn gemacht. Habe ich abgekürzt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich bin auch von der Strecke gekommen. Es war jetzt keine Absicht. Aber das ist eigentlich okay soweit. Ich weiß nicht, ob man sieht, dass ich da und so krass blinzeln hier. Muss ans Auto gewöhnen hier. Wow. So mit Slide musst du spielen. Nicht bremsen. Ich muss hier bremsen, Alter.
Mit Auto, also mit komplett Arcade Racer komme ich eh nicht klar. Hast du schon mal Drive Club gespielt? Da drehe ich durch. Da musst du ja nur sliden. Das ist ein halbes Mario Kart. Mario Kart verstehe ich's. Okay, ich starte nochmal. Wenn ich da nicht da Scheiße gebaut hätte, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen. Neustart, let's go. Ich gebe mal noch Vollgas. Nicht einmal 3, 2, 1. Noch los. Auch nicht gewohnt sowas. Oder zumindest irgendeine Ampel oder so. Aber trotzdem, das ist ganz cool jetzt. Das ist so eine Challenge, man schaffen kann. Erste Runde halt Blödsinn gemacht, da durchgefahren, nicht das Ziel. Und jetzt hier könnte man mithalten. Und hier Hamter, ich kann sowieso nicht ernst nehmen am Controller, weißt du, Challenge. Das ist einfach so für zwischendurch, so ein bisschen am Bett. Und auch selbst Controller hin oder her muss man halt üben, ne? Dafür ist es okay. Selbst siehst du, ich versuche ja auf der Linie zu fahren, so gut wie es geht. Mal ein bisschen auszubrechen, mal ein bisschen hier zu sliden. So mal enger zu fahren, die Kurve hier. Ja, das ist sowieso unauthentisch, klar. Ja, natürlich weiß ich, was du meinst, na klar. Aber für das, was es ist, glaube ich, ist okay. Ich glaube, es ist auch niemals gedacht, dass du Motorhaube fährst oder so. Ist halt für Third Person, aber ich finde es so voll geil. Du hast ja gerade gesehen, die Linie gerade? Voll geil. Nach außen wegtragen lassen. Und jetzt kann ich halt wieder hier sliden. Hier, das ist halt ganz knapp an der Wall. Manchmal ist es schon geil, aber... ist halt geil. Irgendwie. Jetzt versuche ich halt hier so ein bisschen von außen zu nehmen. Ganz nah in, jetzt nach. Jetzt habe ich so ein Links-Rechts-Ding. Das ist immer schwierig hier. Weil es bricht halt doch aus. Andererseits ist es total komisch, andererseits bricht es halt doch aus. So eine Mischung zwischen Simulation und Arcade. Weil ich kein. Ich habe zwar ABS und TCS an, aber kein. Dings-Control. Stabilisations. Doch, wie heißt das? Es gibt drei Sachen: ABS, TCS. Aber noch hier. Das wenn das Auto so schwankt hier, Stabilitätskontrolle. Das so links, rechts, hin und her schwankt. Das ist auch noch ein bisschen kontrolliert. Jetzt hier kann ich komplett hier... Dieses... Wenn es so wackelt. Jawohl. Geht doch. Das wollte ich eigentlich sehen, ne? Einfach Gäxle. Und das Krasse finde ich Level Up, ne? The fuck? Das Spiel fand ich schon immer komisch. Muss man denn in jedem Spiel leveln oder irgendwas? Aber das passt schon. Ist heutzutage modern. Ich freue mich schon auf die Lizenzen bei Gran Turismo. Bei dem neuen, bei 7 oder so. Imagine Lizenzen, hä? Das ist immer so nervenaufreibend, sowas. Muss ich denn hier machen? Ja. Aber da ist doch ein anderes Auto besser, oder nicht? In 400 Metern rechts abbiegen.
Und endlich spiele ich nicht mehr an der Kamera, aber ich glaube, es ist nicht mittig, gell? Oh nein, ich habe nicht hingeschaut. Warum korrigiert denn das nicht neu? Route wird neu berechnet. Ja, endlich. In 200 Metern links abbiegen. Einerseits schlägt das Auto mal kurz. Wir wollten ja mal kurz schauen, wie das heißt. So, mal hier. Schwierigkeit, also das hier. Ich habe ja ABS an. Ich habe TCS an. Das habe ich aus, Stabilitätskontrolle. Deswegen schwang es auch so in der Kurve. Das muss ich halt gegensteuern. Einerseits komme ich so easy um die Kurve, aber wenn ich dann mal zu weit links, rechts mache, dann tut es halt... Ich mache mal alles aus, mal zum Test. Aber mal so, schauen, wie es funktioniert, wie es ist. Einmal so rumfahren. Blitzerzone. Bleib auf der Straße und fahr mit Vollgas durch. Okay, bis jetzt noch kein Unterschied. Hä? Okay. Keine Ahnung. Also sind noch Blitzer oder was ich fahren muss. Verdiene 3 Sterne in der Blitzerzone. 217 muss ich fahren, okay. Aber ich muss das Auto wechseln. Wie kann ich das Auto wechseln? 217. Das schafft er ja nicht. Schafft er das? Du hast dein Ziel erreicht. Kann ich Auto wechseln? Das ist denn der schnellste hier. 888, 838. Ja, 888 der schnellste. Da, der Porsche. Einsteigen. Na klar. Warte auf Autolieferung, Leute. Okay. So, dann fahren wir mal mit 217 hier hin, oder was? Dann habe ich 3 Sterne. Ich schaffe das? 160 Meter noch? Du hast dein Ziel erreicht. Ich weiß, ich glaube, Lucas war als erstes da. Aber das war halt schon, Teil 1 war halt schon anders. Nein. Bleib auf der Straße und gib Vollgas. Bin mir ziemlich sicher. Ach so, ich muss. Ach, jetzt verstehe ich erst. Das ist nicht nur ein Punkt, sondern es ist eine ganze Teilstrecke, die ich fahren muss. Ach so. Und da ist der Start. Ah, das ist eine Teilstrecke. Okay. Na, warte. Jetzt ist aber es auch schon schwerer mit der Einstellung, mit der Schwierigkeit bei dem Auto. Boah, ich muss bis dahin. Okay. Alles klar. Das merkt man mit den Kontrollen hier. Die Unterbrechung ist nicht so geil. Boah, nee.
Mal kurz schauen, wie wirkt es jetzt aus? Es ist gar nicht so viel anders eigentlich. Jetzt mache ich mal alles an zum Test. Weil dass ich mit dem Auto jetzt schon hier fahren kann, ist das schon wild. Sieht ihr das nicht? Es ist 2 von 3 Sternen. Pennywise 180 hier, da. Das ist so ein Dings da, so ein. Wäre das eigentlich schlimm, wenn ich die Minimap einfach verdecken würde? Dass ihr halt dann die ganzen Anzeigen seht? Ist das schlimm für die Minimap? Ist das eigentlich nicht egal eigentlich für euch? Dann kann ich mir einfach links in die Ecke drehen und fertig. Anmachen da. 27 Dinger mehr. Ich pack mal zum Test einfach hin. Genau, mal zum Test hier, ne? Tu mal zum Test da hinpacken und fertig. So, man nimmt mehr Pin oder her. Finde ich, ist halt so ein bisschen aufgeräumter. Keine Ahnung. Es ist halt, dieses in der Mitte ist halt so ein bisschen YOLO, ne? Und so oben links über die Minimap, wie es die andere hatte, war ja auch nicht schlecht. Die hatte die Minimap nur halb verdeckt. Ich weiß nicht, von welcher Seite ist denn besser. Man kann es ja von beiden Seiten machen. Ha! Ja. Ich meine, bis jemand was sagt, ist ja wurscht, ihr seid die zuschauen. Weißt du? Dass ich noch, boah, das ist geleckt. Immer wenn irgendwelche Anzeigen kommen aus dem Internet, leckt es immer voll. Boah. Kann man das HUD nicht verschieben? Was wäre geil, wenn du das HUD selber gestalten könntest. Aber hier kann man eigentlich mehr Anlauf nehmen, auf der Seite. Hier startest du schneller in den Blitzer rein. Wenn du die Kurve gescheit kriegst. Aber dann hier die Kurve... Ich kann die Geschwindigkeit hier nicht halten. Ich kann die Geschwindigkeit nicht hier halten hier.
Sieht man eigentlich die Augen, wenn ich dauernd blinzel? Hier, so dauernd hier über die Augen zu kneifen, ey. Weil manchmal, wenn ich blinzel, sehe ich ja kurz nichts mehr, weil es so irgendwie verschwommen ist. Also hier so fahren. Und dann hier so halten. Es ist auch noch so komisch dunkel, ich sehe nichts mehr richtig. Die Lichtverhältnisse sind wild. Ich glaube, dass der Weg in die Richtung einfacher ist. Nur der Schluss ist halt wild. Muss ich mal gucken. Boah, ich sehe nichts mehr, Alter. Das ist so dunkel hier. Mach mal die Scheinwerfer an. Wie geht denn das? Mach doch mal die Scheinwerfer an. Oder sind, also die sind schon an jetzt. Dieser Übergang, ne? Zwischen Tag- und Nachtwechsel. Das ist ganz verrückt. Also hier bremsen. Ich muss ja krass bremsen hier, oder? Vielleicht muss man ja sliden. Den Übergang kriege ich nicht hin. Jetzt geht es dann rechts. Rechts runter. Links ein bisschen. Das sieht man gar nicht auf der Minimap. Und dann tut es schon blinzen. Okay, das ist wild. Was haben wir hier? Nochmal sowas, oder was? In 100 Metern links abbiegen. Wie geht ein Fernlicht hier? Was wir machen könnten, bei dem Blitzer auf Third Person stellen. Dann sehe ich die Straße besser, dann kann ich besser sliden. Aber ich tue mich mit dem Fahren in Third Person so schwer, weil ich nicht so einschätzen kann. Weißt du, was ich meine? Viele fahren bei GTA mit einem so Third Person. Ich kann mich so total schwer. Aber mit der Kameraveränderung jetzt können wir es ja einstellen. So. So kann ich halt, egal welche Sicht nehmen, ist alles gut. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Also einerseits ist das voll arcademäßig, dass man so bleiben, andererseits brechen die Autos trotzdem aus. Das ist so eine Mischung irgendwie. Ich kann das nicht einschätzen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Du hast dein Ziel erreicht. Was ist das hier? Was muss ich hier machen?
das Starttor von einem Wegbereiter. Jetzt musst du es nur noch bis zum Zieltor schaffen. Auf, auf! Yes. Als ob ich das gewusst hätte. Lol. Ja, mit dem Auto, ne? Alter. Alter, what the fuck? Hey, das hier ist ein Wegbereiter. Wie fehlgeschlagen. Du musst den Stator zurück, wenn du es noch einmal versuchen willst. Ich bin da, ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht, bis leider nichts. Ich werde das mal mit dem Ford gern probieren. Aber wieso ist denn das so blöd, hey? Chat, das ist ein Xbox-Spiel, der Xbox-Controller geht nicht im Menü. Das kann man sich nicht vorstellen, ist mal ehrlich. Das kann auch nicht mit irgendwelchen Grafikkartentreibern zu tun haben. Ich werde von Jahr zu Jahr immer wieder überrascht, muss ich sagen, mit den ganzen Sachen, die auf einmal nicht gehen oder irgendwie Standards oder nicht gehen. Also wo waren wir hier, oder was? Gelegenheit enden. Also ich habe nur Teil 2 gespielt als letztes. Boah, lol, guck mal an hier. In 400 Metern links abbiegen. Ach du Scheiße, Alter. Uhu. Oh. Ja, siehst du, man kann sie überschlagen. Ich direkt so zum. Wow! Ach du Scheiße. Das kannst du nicht vorstellen. Ich würde eigentlich direkt zum Zielort fahren, ne? So bist du auch, bin ich auch hergekommen. Über Stock und Stein hier. Boah. Brauchst du nicht, ich fahre direkt drauf zu. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich das nicht auslöse, erst wenn ich auf dem Rückweg du bin. Du hast dein Ziel erreicht. Also ich finde ja Autorennspiele Open World nicht unbedingt notwendig so. Ich fahre da erst vom Menü aus, weil dieses Hin- und Herfahren hier im Nichts ist nett, aber das sollte optional bleiben. Hey, so. Und dass ich jetzt auf so ein Fähnchen fahren muss, weißt du? Bis es losgeht. Ja, was ist denn das Startding jetzt? Ach, das ist schon. War das vorhin schon da? Oder jetzt erst? Ich habe keine Ahnung, wann ist denn das gestartet? Wegbereiter gerockt. Wie war's? Ich liebe diese Veranstaltungen. Ich muss kaum etwas tun. Hey, Dingsbums. Wir sind auf dem Weg zum ersten Abenteuer. Mach weiter so. Wir feuern dich an. Danke. Das war Feuer, okay. Ja, deswegen. Scheiße. Ich habe gewartet auf, dass jetzt irgendwas kommt, aber ich habe das nicht gesehen. Also nochmal. Ich will aber jetzt direkt dahin zurückfahren. So über den... Bei nächster Gelegenheit wenden. Wo ist denn der Zielort? Der ist nach links. Wo steht denn der Zielort?
Hier, da. Muss ich? Ich muss nicht in das eine Fähnchen fahren, ich muss durchs Tor durchfahren, gell? Route wird neu berechnet. Ich dachte, jetzt muss ich das Fähnchen fahren. Okay. Das ist das Tor. Oh. Du Scheiß, bleibst du nirgendwo hängen. Das haben wir, glaube ich, hier auch gemacht. Hallo? Hast du mit Bravour abgeschlossen? Das war zwei Sterne. Viel muss ich noch schneller machen? Okay, ich dachte, Stand steht da. Also ich muss sagen, ich finde die Kamera da links entspannter. Auch wenn jetzt die Map nicht da ist, ist ja wurscht. Ich sehe es ja. Ich kann sie probieren, damit ihr die Map auch seht, weil es ist schon wichtig, dass ich es ein bisschen höher schiebe. Ob es da so okay ist, weiß ich nicht, aber es ist schon wichtig, dass ihr seht, wo das Ziel und so ist, auch auf der Map. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist okay. Steine sei Dank, sage ich euch. So, nochmal mit dem Auto oder mit dem anderen? Ich probiere einmal nochmal mit dem. Ich muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen, mehr Schwung nehmen. Meinte der Bronco ist schneller? Nee, oder? Nur zwei Sterne. 5 Sekunden schneller für 3 Sterne, boah. Dann testen wir doch mal das hier, warte. Was ist denn Allrad hier von denen? Ja, der schnellste ist der Porsche, aber der ist doch kein... kein Offroad. Da muss ich hin, also einfach... da. Ich glaube schon, dass ich mit dem schneller bin. Falls ich halten kann, die Spur. Oh nee. Ich wollte zu weit. Stopp mal das Ding einfach. Kann man das stoppen, das den Test? Oh, warte, okay.
Alter. Mach ich jetzt 3 Sterne endlich? Nein, wie viel denn noch? Doch! Unter den besten 50%, lol. Man hat die meiste Übersicht hier, war mit diesem Sofahren. Halber Shooter. GG, gell? Das ist ganz gut am Tag hier. Wir schauen das nochmal vielleicht hier. Mal kurz testen hier. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der unbedingt Bock hat, das auf 2 Sterne zu lassen. Aber vielleicht. Du hast dein Ziel erreicht. Aber dass man so viele Autos bekommt. Ich feiere das teilweise bei Gran Turismo, dass man sich das Auto erarbeiten muss. Dass man kauft und dann tut man es. Also Tune ist immer so schwierig, je nachdem nach Rennen und sowas. Da hat man so eine gewisse Vorgabe für Klassen. Darfst du nur mit der Klasse mit dem Rennen teilnehmen. Das ist wild hier. Hey, das ist gar nicht getriggert. Doch, die Straße geradeaus. Doch, hier, von da nach da. Das ist schwer. Das ist schwer, hier auf schnell zu bleiben. Finde ich. Diese Teilstrecke. Keine Ahnung, Alter. Mal so. Das links-rechts hier ist so schwer. Das kannst du nicht vorstellen. Wie willst du denn das fahren? Und so schnell, so das immer ausbricht. Einfach querbeet ein oder was? Hier kann ich nur die Kurve so nehmen, so. Ich kann auch, bin aber auch so schon zu schnell. Ich muss langsamer werden. Dann versuche ich hier. Oh. Das mit dem Laden ist auch immer krass. Es lädt immer irgendwie was komisches da, ne? Also die Settings oder die Bestenliste oder so lädt es aber. Hier, da. Ja gut, man muss komplett so fahren. Ich glaube, das Auto reicht auch nicht aus. Ist ja nicht schlimm.
langsam. Ich schaffe es nicht mit diesem Sliden. Ich muss ein bisschen Gas loslassen. Ich muss Gas rausnehmen. Das geht gar nicht. Aber anscheinend nicht bremsen, oder? Und hier muss ich... Okay, also nicht bremsen, nur Gas rausnehmen. Okay. Boah. Ich hab so Schiss mit dem Bremsen hier. Ja, aber hier kann ich nicht. Ah, das zählt, oder was? Okay. Kein Bremsen, kein Bremsen, kein Bremsen. Doch, ich habe kurz gebremst. Wow. Okay, wer bremst, verliert, ne? Wie viel km/h noch? Noch 14 km/h mehr. Also, ey. Nicht bremsen. Nur Gas loslassen, dann ist er stabiler. Gas loslassen. Andere Seite. Ja, das ist so. Boah. Oder Gas einfach halten sogar teilweise hier. Teilweise sogar Gas halten einfach. So ein Grip oder was? Aber ich muss doch. Noch 30 km/h. Also schon vorher einlenken vielleicht. So Offroad fahren, lange Straße nehmen. Aus. Ah. Und schon vorher und schon jetzt nach links lenken, oder? Kann ich das? Geht das wieder für das? Wie viel noch? Wie viel noch? Irgendeine Veranstaltung oder so habe ich jetzt angenommen. Jetzt fahre ich ja doch so, also. Also ich darf nicht bremsen. Also du musst nur Gas loslassen, schon vorher einlenken. Bremsen ist halt schwierig. Nicht bremsen. So, schau, nur sliden. Ja, nur sliden hier. Nicht, keine einzige Bremse. Nur mit Gas so ein bisschen triggern. In 400 Metern links abbiegen. Hier vielleicht schon bremsen, wenn du jetzt 90 Grad Kurve hast. Aber
Nur ein bisschen andeuten und weiter geht's. Deswegen ist das auch ein Third Person noch am besten. In 400 Metern. Oh, 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 oh. Scheiße, mal kurz, einmal kurz wegschauen. Geile Kurve. Da ist aber jemand versessen auf Horizon Arcade. Warum auch nicht? Das ist der beste Ort für Spiele und Stunts mit anderen Fahrern, bei denen du auch noch Punkte für den Forza-Totshop sammelst. Bald geht's los. Finde du derweil ein paar neue Freunde. Anscheinend ist es ein Event hier oder so, keine Ahnung. Was weiß ich. Also, Third Person noch am besten zu fahren. Kann man am besten halt was draus machen aus den ganzen Sachen. Sogar die Weite Sicht ist sogar am besten. Siehst du noch mehr. Man kann ja sogar noch umstellen, wo man sitzt oder nicht sitzt, denn wir haben zum Winkel. Zielort zum Beispiel. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Habe ich. Und ist das jetzt, das ist mein Ziel oder was? Hä? Also man muss sich halt. Man muss sich halt dem fügen, ne? In 200 Metern rechts abbiegen. Wenn das Spiel halt dafür vorgesehen ist, mit Third Person zu spielen, musst du das halt auch so machen. Aber ist okay. Ich finde es mal eine gute Übersicht. Das ist ein halbes MMO so. Ach komm. Also. Horizon Arcade, hä? Aber das bessere Fahren ist schon im Cockpit, wa? So. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Schon cooler. Das ist Bild drin. Ich muss mir irgendwie versuchen, noch einen Monitor darüber zu tun. Ey, das ist halt so komisch, wenn ich das Stream nicht sehe. Es hat Spaß gemacht, Third Person, jetzt macht es gerade hier Spaß. Ich sag's halt immer so hin, wo ich Bock habe. Jetzt muss ich noch 6 Minuten das hier machen, oder was? Rechts abbiegen.
Okay. Das sind Gruppen-Event. Was passiert denn dann? Und so ein Multiplayer-Event oder sowas. Aber ist schon cool, ja, so ein bisschen wie Rally hier. Gefällt mir auch.